Ich freue mich sehr, dass wir im Tiergarten Schönbrunn wieder einen jungen Habichtskauz für das Wiederansiedlungsprojekt bekommen können. Er ist das Ergebnis eines neu zusammengestellten Zuchtpaars, das hier in dieser geräumigen Foliere auf die Welt gekommen ist. Und wir haben ihn jetzt in den urigen Wald, ins Wiederansiedlungsgebiet gebracht. Hier wird er vorbereitet im Gehege und dann demnächst in den Wald entlassen. Es ist etwa 150 Jahre her, dass der Habichtskauz in Österreich lokal ausgestorben ist. Und es ist eine wunderbare Kooperation zwischen der österreichischen Vogelwarte an der Vetmed-Uni Vienna und dem Tiergarten Schönbrunn, dass wir einerseits diese seltene Eule in menschlicher Obhut erhalten können im Zuge eines Erhaltungszuchtprogrammes und andererseits der Nachwuchs dieser Tiere für das Wiederansiedlungsprojekt zur Verfügung gestellt wird. Der Habichtskauz ist eine sogenannte Flaggschiffart. Das bedeutet, wenn wir ihn schützen mit seinen besonderen Lebensraumansprüchen, dann schützen wir gleichzeitig auch viele andere, vielleicht nicht so bekannte Arten im Wald. Und der besondere Wald, den der Habichtskauz braucht, der hat viele alte Bäume. Und in diesen alten Bäumen finden sich die geeigneten Nisthöhlen für den Habichtskauz. Und wenn es in einem bestimmten Wald nicht genug Nisthöhlen gibt, dann werden besondere Nistkästen für den Habichtskauz zur Verfügung gestellt. Und wir vom Tiergarten Schönbrunn freuen uns ganz besonders, dass wir für das Habichtskauz-Projekt diese Nistkästen finanzieren dürfen.